geht weiter mit der nächsten Tierlist zum Patch 1.07 hier heute in diesem Video. Es hat sich nämlich einiges getan und ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, um die aktuelle Meta zu analysieren und die Ergebnisse, die gibt es hier heute in diesem Video. Ja, Moin, das Fugen am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, ihr habt dieses Video hier schon vermisst. Jetzt ist es allerdings da. Bevor wir aber mit der Tierlist an sich loslegen, wollte ich ganz kurz sagen, dass es für einige von euch ab dem 16. September kostenlose Dinge in Valorant gibt. Prime Gaming Loot für Valorant heißt nämlich der Artikel, den ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinke. Wenn ihr Amazon Prime habt, dann habt ihr auch automatisch Prime Gaming. Das heißt, ihr könnt auf der Seite Twitch dann automatisch ab dem 16. September Sachen entweder freischalten oder von Anfang an kostenlos bekommen. Wie genau das funktionieren wird, werden wir kommenden Mittwoch auf jeden Fall erfahren. Und wenn ihr den Twitch Prime Sub noch rumzuliegen habt, dann könnt ihr auch einfach bei Asmoogle vorbeischauen und einfach mal einen Sub droppen, wenn ich gerade in Valorant richtig am Schwitzen bin. Denn Immortal 1, meine Freunde, ist ganz nah und das möchte ich ganz gerne in der kommenden Woche schaffen, in einem der Livestreams. Wie gesagt, falls ihr da nachlesen wollt, ihr findet unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Wir starten auch wie schon beim letzten Mal von ganz hinten, also von der untersten Riege der Tierlist und da sind wir dann beim C-Tier mit der guten Viper angekommen. Egal, ob jetzt der Toxic Screen, also ihre E, schon vor der Runde platziert werden kann oder dass die Ultimate zum Beispiel auf dem Radar angezeigt wird, das alles ändert rein gar nichts an der Art und Weise, wie Viper gespielt wird, dass sie sich an einigen Stellen immer noch unfassbar clunky anfühlt. Sie fühlt sich einfach insgesamt nicht so flüssig an wie viele andere Agenten und die Rolle, die sie einnimmt, muss mit viel mehr Know-how tatsächlich stattfinden, damit sie einen ähnlichen Mehrwert im Verhältnis zu den anderen Controllern hinbekommt. Das heißt, wir haben mit Brimstone und Omen einfach Agenten, die ihren Job leichter erfüllen. Nicht unbedingt besser, ich möchte persönlich Viper auch echt ganz gerne weiter oben sehen in der Tierlist, aber aktuell spielt sie einfach niemand. Die letzten Wochen seit dem Patch, generell schon die letzten Monate überhaupt, oder Viper, weiß nicht, vielleicht habe ich sie zwei, dreimal gesehen und das ist halt echt schade. Da ihr ja in einem vergangenen Video schon sehen konntet, dass ich auch die Entwickler mal befragen durfte, vielleicht wird das ja auch nochmal in der Zukunft geben. Das heißt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr glaubt, was Viper so richtig stark machen würde. Also was würdet ihr an ihr verändern, damit sie nicht mehr dem C-Tier angehört. Weiter geht's mit dem B-Tier und da haben wir jetzt die gute Reyna, die von C auf B einfach mal aufsteigen konnte. Und das hat auch seine guten Gründe. Zum einen sind da eure Kommentare, weil ganz viele Leute beim ersten Video geschrieben haben, ey, Reyna spielt sich aber in der Solo-Queue schon ziemlich strong und auch vielleicht in niedrigeren Elos ist Reyna einfach super stark. Und auf der anderen Seite, glaube ich, lernen auch gerade viele Leute mit Reyna anders umzugehen. Das heißt, die Art und Weise, wie Reyna gespielt wird als wirklich guter offensiver Duellant, das verbessert sich nach und nach und deswegen sieht man auch immer mehr verdammt gute Reyna-Spieler, die nicht nur mit ihrem Auge gut klarkommen, sondern auch gerne ihre Unverwundbarkeit plus Unsichtbarkeit in Kombination mit der Ulti wunderbar einsetzen. Das sind schöne Plays mit Reyna, sie kann auf jeden Fall das B-Tier erstmal erobern und das freut mich persönlich auf jeden Fall sehr. Eine kleine Enttäuschung des Patches und es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich sehe Brimstone auch in der Tat so gut wie nie aktuell. Und das ist er nun mal. Der gute Brimstone, der einer der besten, wenn nicht der beste Controller für eine sehr lange Zeit war, wo Omen überhaupt nicht rankam, der hat sich irgendwie in der Tierliste ein bisschen nach unten gearbeitet. Weil wir auf der anderen Seite einfach sehen, wie viel leichter es ist für Omen, die Aufgaben zu erfüllen, die Brimstone eigentlich auch kann. Nämlich smoken, die Sicht einschränken für den Gegner oder auch die eigenen Teammates zu beschützen, indem die passende Smoke gesetzt wird. Dadurch, dass ihr immer irgendwie auf eurem Tablet rumspielen müsst und auch relativ nah an dem Spot sein müsst, wo ihr dann smoken möchtet, das macht ihn zu einem Agenten, der irgendwie doch recht stark ist, aber andere einfach besser darin sind. Und deswegen kann Brimstone leider nicht in den oberen Riegen derzeit mitspielen. Aber versteht mich keineswegs falsch, Brimstone ist immer noch wichtig, vor allem bei der derzeit immer noch vorherrschenden Operator-Meta. Wir brauchen Smokes, wir brauchen Flashes, wo jetzt gleich andere Agenten auch kommen, die ein bisschen
besser performen aktuell. Aber am Ende des Tages reichen dann Smokes eben auch einfach nicht, um zum Beispiel im A- oder S-Tier mitzuwirken. Bei Killjoy war ich mir persönlich eher unsicher, bis dann der Patch wirklich kam und man nach einer Woche die Auswirkungen gesehen hat. Generell ist es so, dass Killjoy zu Beginn sehr stark war. Also ganz am Anfang war sie echt schwach, weil viele Leute gar nicht klar kamen. Viele wussten gar nicht, wie Killjoy eingesetzt werden kann. Und mittlerweile gibt es bestimmte Spots für ihr Turret, das eingesetzt werden kann, um lange, wirklich lange Bereiche abzudecken, um zu verhindern, dass man umlaufen wird. Egal, ob das auf Haven ist oder ob das auf Split der Fall ist oder eigentlich im Endeffekt auf jeder anderen Map. Es gibt mittlerweile Spots für euren Turret und verdammt gute Kombinationen mit eurem Alarmbot als auch dem Nano-Swarm. Problem dabei ist einfach nur, dass viele jetzt schon wissen, wie sie auf den Nano-Swarm reagieren können. Und deswegen passieren Multikills mit einer Killjoy selten. Und oftmals kann man die Nano-Swarms auch einfach rausbaiten. Das heißt, die besonders starken Killjoy-Spieler da draußen, die können noch gut mit ihr performen. Aber viele, viele andere haben einfach mittlerweile Schwierigkeiten, gegen Spieler zu spielen, die sich der ganzen Situation schon anpassen konnten. Und dann kommt noch hinzu, dass ihre stärkste Fähigkeit, der Nano-Swarm, genervt wird. Und das führt am Ende dann dazu, dass sie einen soliden Spot auf jeden Fall im B-Tier bekommt. Die Frage rund um Sage werden sich auch einige Leute gestellt haben. Ich sehe sie immer noch als einen soliden Agenten, der so hart genervt wurde, dass mehr als das B-Tier hier nicht drin ist. Erstens, Sage sehe ich im Competitive Play immer seltener. Zweitens, im Rang des Modus sehe ich die irgendwie gar nicht mehr. Auch wenn ihr Kit per se ja gleich geblieben ist, also ihr Mehrwert, der ist ja immer noch vorhanden. Ne? Ice Wall ist jetzt nicht viel schlechter als vorher. Die wird halt einfach nur schneller gekontert, was andere Agenten wieder stärker macht. Und bei ihm hier, naja, was soll ich euch sagen? So geil fühlt sich das nicht an, wenn ihr gefühlt euch noch ein Käffchen machen könnt und auch noch eine Pizza bestellen könnt. Und die kommt an, während euer Heal, euer Self-Heal dann irgendwann mal durchgegangen ist. Also mit den Änderungen an sich bin ich persönlich nicht so zufrieden, weil wenn die hier zu stark sind, dann nehmt den Agenten halt aus dem Spiel. Aber Spaß macht aktuell mit Sage nicht zu spielen. Aufgrund ihres starken, generell starken Kits gehört sie meiner Meinung nach aber immer noch auf jeden Fall mindestens ins B-Tier. Kommen wir zum A-Tier und da starten wir mit der guten Raze. Ein Nerf nach dem anderen hat sie ja schon erwischt. Ich will jetzt auch gar nicht darüber meckern, dass ihre Ultimate mit der Q-Combo, also mit ihrem C4, dass sich das einfach nicht gut anfühlt. Wie oft habe ich schon Momente gehabt, wo ich nicht das richtige Timing erwischt habe, weil ich mich immer noch nicht dran gewöhnt habe. So geht es vielen Leuten, aber man kann das Ganze irgendwie adaptieren. Ihre Fähigkeiten sind immer noch sehr stark. Man nutzt entweder ihren Roboter, um Informationen zu bekommen. Die Granaten machen immer noch wirklich gute Kills und ihr C4 kann einfach gut eingesetzt werden, dass, falls mal eine gegnerische Sage im Spiel sein sollte, dass die Wall halt einfach wirklich nur eine Sekunde steht. Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn man mal einen schlechten Tag hat, wo man nicht so gut aimen kann, dann ist Raze der perfekte Agent, wo man trotzdem im Leaderboard ganz weit oben mitspielen kann und vielleicht auch einer der Gründe, warum ich Raze immer noch ganz gerne spiele. Sie ist stark und macht sich da oben im A-Tier auf jeden Fall wunderbar. Wer auch eine fantastische Figur macht, ist der gute Sova, denn ganz ehrlich Leute, die ganzen Arrows, die ganzen Fixpunktpfeile, die ihr da draußen raushaut, die sind insane. Also no shit, wie viel zu Sova in den letzten Wochen und Monaten gelernt wurde, das ist ja nicht mehr feierlich. Oftmals passiert es wirklich, dass die Arrows, nicht nur die Schockpfeile, sondern auch die Aufdeckpfeile, dass die so gut sitzen und so zu einem perfekten Timing kommen, dass man sich selbst denkt, ist das jetzt legit oder wie konnte er das wissen? Einige Fixpunktpfeile lassen mich immer wieder mit offenem Mund dastehen. Sova ist einfach einer der besten Agenten, um Informationen zu sammeln und deswegen gehört er definitiv ins A-Tier. Wer da auch hingehört, ist Phoenix. Der führt für mich persönlich das A-Tier an. Immer mehr Leute aus der kompetitiven Szene spielen Phoenix. Er macht eine wunderbare Figur, wenn es darum geht, auch natürlich nach vorne zu preschen mit seinen zwei Flashes und mit seiner Ultimate gibt es einfach schönes Outplay-Potenzial und deswegen wird er höchstwahrscheinlich, es sei denn, sie werden ihn hier an dieser Stelle nerven. Ich glaube, der wird noch ganz, ganz lange beim A-Tier mitmachen. Kommen wir zum S-Tier, der besten Riege in Valorant, meiner Meinung nach. Falls ihr nicht meiner Meinung seid, dann könnt ihr gerne in die Kommentare gehen und mich eines Besseren belehren. Ich bin natürlich offen für Vorschläge und ihr habt es ja auch bei Rainer gesehen. Aber wen ich ganz oben mitspielen sehe, und ich glaube, da bin ich mitunter der Einzige, ist tatsächlich Breach. Ich finde die Flashes, die drei Stück, die wir jetzt haben, in Zusammenhang mit seiner Concussion, also dass die Gegner, die jetzt sozusagen von seinem Stun getroffen werden, dass sie nicht mehr scopen können und dementsprechend auch die Operator weitaus schwächer ist, das alles sorgt für mich persönlich dazu, dass Breach einfach super strong ist. Es macht so viel Spaß, mit Breach zu spielen und der macht sich einfach da vorne
richtig gut. Es könnte sein, dass Breach zum nächsten Patch ins A-Tier rutscht, weil einfach verhältnismäßig sehr, sehr wenige Leute Breach spielen. Das ist ja immer ein ganz guter Indikator dafür, was für einen hohen Mehrwert er fürs eigene Team darstellt. Aber ich muss wirklich sagen, Breach ist super, probiert ihn gerne aus. Er macht seinen Job wirklich fantastisch. Ein Breach reicht teilweise schon aus, um einen kompletten Spot einzunehmen, nämlich mit seinen Flashes, weil das komplett eigene Team einfach straightforward durchgehen kann. Was mich sehr freut, Omen gehört für mich mittlerweile zum absoluten S-Tier. Das ist mit Abstand der beste Controller. Gegen die Operator-Meta haben wir einen Flash und zwei Smokes, die sich nach und nach wieder aufladen. Die Art und Weise, wie die Smokes eingesetzt werden können, auf was für eine Reichweite oder auch Kürze, je nachdem, was für einen Modus ihr da an dieser Stelle benutzt, das ist einfach fantastisch. Omen hat sich gemausert. Omen wird wirklich wesentlich öfter als Brimstone gespielt, weil er einfach die bessere Wahl derzeit ist. Er hat super gutes Outplay-Potenzial durch seinen Teleporter, den immer noch viele Leute nicht so gut hinbekommen, also darauf zu reagieren und das zu kontern. Es macht einfach Spaß, auch sich Clips anzusehen. Vom guten Omen, der gehört auf jeden Fall ins S-Tier. Ich bin, was das betrifft, super zufrieden. Wo ich auch super zufrieden bin, ist bezüglich der guten Jett, denn die gehört für mich da oben auch hin. Nicht unbedingt aufgrund ihres Kits, also zum Teil, aber hauptsächlich wegen der Operator und Judge Meter. Die Judge ist immer noch ein Ding bei den ganzen verwinkelten Maps und natürlich die Operator. Wenn ich jemandem eine Operator in die Hand drücke, dann ist es die Jett. Denn wenn sie abfeuert und vielleicht sogar gegen eine andere Operator spielt, dann drückt sie danach einfach E-Dash zur Seite und du wirst sie nie wiedersehen. Dann kommen natürlich noch ihre Smokes dazu, die ja schon vor einigen Patches gebufft wurden. Aber alles in allem ist sie ein guter Charakter. Wie gesagt, es macht so viel Spaß, mit ihr zu spielen und Jett sieht man immer und immer und immer öfter. Ich würde sogar sagen, dass Jett aktuell den Spot eingenommen hat von Sage, was die Playrate betrifft, vom subjektiven Gefühl her. Ich weiß, dass sie nicht bei 90% liegt, so wie es bei Sage der Fall war. Wobei ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Sage tatsächlich bei unter 30% liegt. Aber wenn wir Stats haben, also wenn wir Statistiken haben, werde ich die mit in dieses Video hier einfügen. Ich hoffe, dass Riot Games daran arbeitet, damit wir alles nochmal unterfüttern können mit ein paar Daten. Und last but not least, Cypher führt für mich persönlich die Tierlist im Patch 1.07 an. Spots zu beschützen in Zusammenarbeit mit einer doch recht starken Killjoy ist wirklich das A und O. Die Kamera mit den ganzen Fallen, die auch von vielen Leuten auswendig gelernt werden. Cypher kann teilweise einen Spot wirklich komplett alleine halten und diesen Job macht ihm keiner nach. Cypher ist in meinen Augen einfach der stärkste Agent mit One-Way-Smokes, mit seinen Drähten, als auch mit seinem Outplay-Potenzial, mit der Kamera zum Scouten, als auch zum Spot übernehmen, wenn es darum geht, Informationen zu sammeln und nur eine Kamera mit den Fallen zum Beispiel auf einem Spot zu behalten, wie auf Haven, auf A beispielsweise. Cypher ist und bleibt einfach ein einzigartiger Agent, der zwar von Killjoy so ein bisschen angegriffen wird, weil sie auch ähnliche Aufgaben übernimmt. Ich finde persönlich aber, dass Cypher diesen Job noch mal ein Stück weit besser umsetzt. So Leute, das waren meine Gedanken zur Tierlist 1.07. Jetzt bin ich auf euer Feedback sehr gespannt. In der kommenden Woche wird es wieder einen Patch geben, den wir uns anschauen werden. Das heißt, kommt auf jeden Fall gerne wieder vorbei, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit kein Video zu Valorant bei mir hier auf meinem Kanal verpasst. Und dann wird es auch in der kommenden Woche wahrscheinlich neue Skins geben. Und natürlich die Prime Gaming, ja, kostenlosen Items. Ich hoffe, dass es nicht nur Sprays und Anhänger sind, sondern dass wir auch legendäre Skins sehen werden, die einfach geil aussehen. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann in der kommenden Woche mehr Content. Freut euch auf jeden Fall auf eine geile Valorant-Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls dem so sein sollte, haut gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben. Stay tuned, das war Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.